Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Ja, was ist passiert? Heute oder vor ein paar Tagen eher gesagt, ist ein Vogel bei mir reingeflogen. Und zwar ein ziemlich dicker, ziemlich großer, ziemlich schwerer Vogel. Ja, aber nicht in meinen Kopf, sondern in mein Stifte-Etui. Und zwar ist es der Pelikan M1000, ja. Und zwar, ich will jetzt von dieser Verpackung hier gar nicht mal so viel zeigen, weil das seht ihr in so vielen anderen Reviews hier. Das ist halt hier die Schachtel und wenn man die jetzt hier aufmacht, ist hier normalerweise immer dieses Lederdingens da hier drin, ja, mit dem Pelikan-Siegel hier drauf, wo dann der Füller hier drin steckt, ja. Und es sieht so ein bisschen aus wie so eine Mini-Handtasche für Frauen oder was, ja. Und was halt hier drin ist, unter diesem Bettlein hier, ist zum Beispiel hier sowas, ne? Also einmal hier so eine Garantiekarte, die sollte man aufheben. Und hier so eine Art Moments of Joy, wo sämtliche Modelle drin sind. Unter anderem auch die Firmengeschichte, beziehungsweise die Logo-Geschichte. Also wie es anfing, wo wir jetzt gerade sind aktuell, damals ja mit diesem sehr detaillierten Pelikan-Logo. Und mit der Zeit ist es immer weniger detailliert gewesen. Schade, ja, aber egal. Der Qualität der Füller hat es, denke ich mal, nicht Abbruch getan oder so. Und jedenfalls sehen wir hier auch noch so einige Modelle, die standardmäßig und auch nicht standardmäßig hier drin sind, wie dieses wunderschöne gearbeitete Füller. Also der Schaft hier von dem Premium Toledo. Also der Pelikan, ich meine, es ist der M900, heißt der, glaube ich. Ja, so, dann geht es hier weiter mit dem Premium Ductus. Ich muss sagen, ich kenne dieses Modell überhaupt nicht. Und wenn ich mir das alles so anschaue, muss ich sagen, hässlich. Also mir gefällt das nicht. Ist natürlich rein objektiv gesehen jetzt nur meine eigene Meinung, aber ich finde nicht hässlich. Ich vermute mal, aber es ist ja meistens so, je hässlicher die sind, desto teurer sind sie. Also vermute ich mal, dass die bei einem Preis so ungefähr ab 500 € losgehen. Ja, dann haben wir hier, dann geht es hier schon wieder los mit der Souverän-Serie. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Modell das ist. Ich vermute mal, es ist der M400. Da bekommt man jetzt hier eben gezeigt, also sämtliche Farben, einmal grün, blau, dann rot und einmal schwarz. Und dieses, wie heißt das eigentlich, Tortoise Shell oder so ähnlich. Ja, dann denke ich mal, das wird dann der 600er sein. Ja, oder 800er, 805 oder irgend sowas. Also auf jeden Fall gibt er hier den Unterschied zwischen diesen mit den Goldelementen hier. Das sind dann die Nuller. Also 1800, 600, 400, 200. Und wenn das irgendwie, wenn da so ein silbernes, also wenn der silberne Hardware quasi mit dabei ist, dann hat es die Endung 5, weil die sind dann verchromt oder plated mit, also ja. Nicht Chrom, Platin, nee, auch nicht. Ich weiß es gerade nicht, sorry. Also auf jeden Fall ist es silber oder versilbert, wie auch immer. Sieht auch ganz schick aus, ja. Dann mit dem schönen Etui hier dabei, im Schreibset. Der Klassik 200, Klassik 205. In der Sturmtruppenoptik. Ja, also hier weiß mit dem schwarzen hier Sturmtruppenoptik. Ja, dann hier, ich weiß nicht, wofür man einen Duo-Highlighter braucht, also einen Textmarker quasi in Füllerformat, egal, warum nicht. Gibt ja auch die passende Tinte dafür. Und dann der da hier, der jetzt den 215 mit den Ringen, der muss ich sagen, auf den habe ich auch noch ein Auge geworfen. Also der gefällt mir auch nicht schlecht und ja, bald gibt es ja Weihnachtsgeld. Ne? So, dann hier der Classic 200. Das ist dann der, den ich dann zum Beispiel habe. Ja, der sehr leicht erschwinglich ist, weil er nicht so viel kostet. Ja. Eine kurze Aufstellung der Standard-Tinten der 4001er-Serie. Also einmal Rot, Braun, Violett, Grün, Türkis, Königsblau, Blau-Schwarz und Schwarz. Und dann auf der nächsten Seite noch einmal so die Standardfarben aus der Edelstein-Kollektion. Also Rubinrot, Mandarin, Aventurine, also so ein Moosgrün oder so.
Jade, dann hier dieses Kompecki-ähnliche Topaz, Saphir Blue, Tanzanite, also das ist eher so dieses Blau-Schwarz und Onyx, was schwarz ist, ja, so. So, das sind so die Goodies, die mit in der Packung mit drin sind. Ja, ist jetzt nicht, ist mit Schachtel runtergefallen, ja, egal, so. Das ist eigentlich wichtig, aber ist hier in meinem HV hier, in diesem Polar Bear, beziehungsweise Brown Bear, das ist eine Empfehlung gewesen von einem meiner Abonnenten, mittlerweile Kumpels, der Stefan, der hat ihn mir empfohlen und habe ich mir gedacht, ich hole mir mal so eins, so ein Dreierstifte HV mit so einer Trennwand oder Trennwänden hier drinne für drei Stifte, sieht ganz gut aus, ja, und da habe ich hier unter anderem einmal hier den M1000 drinne, ja, dann den M200 zusammen mit dem Kugelschreiber K205, den brauche ich nämlich für die Arbeit, ne, wenn wir nämlich, also im Büro darf ich nämlich nicht mit Füller ins Kuppenbuch schreiben und dafür brauche ich den. Und meinen anderen Lieblingsfüller schlechthin, Lamy 2000. Ja, so. Genug davon. Jetzt geht's zum Füller. Ja, das ist der M2000. Ladies and Gentlemen, Big G's Tintenkiste proudly presents Pelikan Souverän M1000. In diesem wunderschönen Schwarz, ja, den Pelikan M1000 gibt es ja eigentlich in zwei Varianten. Einmal in dieser Green Stripe Version, wo im Prinzip der Korpus wie so eine Art Tintenfenster fungiert. Also zwischen den grün leicht schimmernden Streifen sieht man dann so den Kolbenmechanismus und auch so ein bisschen so den Tintenstand, wenn man das so gegen das Licht hält und so. Das haben wir jetzt bei dem Füller hier nicht. Dennoch können wir auch bei dem Füller hier sehen, wie weit die Tinte ist, ja. Weil nämlich, oh, was ist das hier? Ein Fleck, wie kommt der denn drauf? Unglaublich. Ja, weil der hat hier nämlich ein Tintenfenster hier eingebaut. Hier vorne, das sieht man jetzt nicht so unbedingt. Das ist im Prinzip, ja, wenn man das jetzt so sehen will, das gleiche bauliche Prinzip wie auch beim M200. Der hat ja auch dieses Tintenfenster hier vorne, wo man auch sehen kann. Es ist ein bisschen dunkel, ja. Hier sieht man es jetzt auch in dem Fall auch nicht unbedingt, weil ich vor kurzem erst quasi aufgeladen habe. Also da ist jetzt Tinte drin und im M1000 auch. Von daher sieht man das jetzt nicht, ja. Aber wenn man den Füller hat und man guckt so gegen das Licht, kann man dieses Tintenfenster sehen, erkennen und auch sehen, wie weit der Tintenfluss hier ist, beziehungsweise der Tintenstand hier drin ist, ja. Ja, ich kann es leider nicht zeigen, aber ja, ich sehe es jetzt hier zum Beispiel hier. Also hier in dem Bereich ist das Tintenfenster. Finde ich ganz gut. Ja. Der Füller hat ja so ein paar schöne Besonderheiten. Einmal hier zum Beispiel ne, diese Kappenspitze mit diesem vergoldeten Pelikan hier vorne drauf, mit seinem Baby, ne, Mama und Baby Pelikan eingelasert, ja, würde ich sagen, ist nicht eingraviert, ist eingelasert, ja, mit einem passenden Clip dazu. Und ich muss sagen, dieser Clip, der ist echt super, ne, weil der ist ganz einfach, ganz leicht auch mit einer Hand zu benutzen, ja, also man kann ihn sehr gut in die Hemdtasche stecken, wenn man das möchte. Und das ist, finde ich, auch immer sehr wichtig, wenn ein Clip brauchbar ist, vor allem, ne, wenn er nicht zu steif ist, wenn man ihn gut benutzen kann, nicht nur als Rollstop, dass er nicht vom Tisch rollt oder so, sondern auch, damit der sich wunderbar in ein Hemd, also in einer Hemdtasche oder so, hineinklemmen lassen kann. Ja, so, dann haben wir ja hier dieses schöne goldene Band um die Kappe herum mit der Aufschrift Pelikan Souverän und Germany. Ja, dann haben wir hier noch vorne, also an dem Kolbenknopf, Kolbenmechanismus, Drehknopf, ja, auch nochmal so zwei Ringelchen. Und das Ganze macht den Füller schon mal so ein bisschen hochwertiger, so vom Draufgucken her. Ist ein Bonzenfüller, muss ich sagen. Ne? Der M1000 ist ein Bonzenfüller, aber ja, ein Bonzenfüller, vielleicht auch, kann man es auch sagen, so eine Art Statussymbol. Also für mich persönlich ist das jetzt nicht unbedingt ein Statussymbol, weil, Leute, ich habe ein Statussymbol nicht nötig, ja. Also ich meine, ich spiele zwar eine Gibson Les Paul Custom, ja, das ist für viele auch protzig, ja, aber das ist, wie soll ich das erklären?
Qualität ist halt Qualität und dafür muss man halt ein bisschen was bezahlen, ja. Und ich aus dem Gitarrenbereich, ich habe mein Leben lang eher so mittelpreisige Gitarren gespielt und wenn man dann umsteigt auf eine relativ teure Gitarre, dann ist das schon, man merkt den Unterschied sofort, ja. Und genauso ist es auch bei Füllern, ja. Also wenn man mit Gene House anfängt, mit einem Lamy Safari oder mit einem Allstar, was ja nicht schlecht ist, Leute, ja. Also ist auch alles bombig gute Füller. Aber dennoch, es gibt immer so ein paar Steps, wo man aufsteigen kann von den Ansprüchen her, vom Schreibgefühl her, von der Haptik her, weil der Füller ist ja nicht nur schwarz und teuer, ja, der ist ja nicht nur schwarz und scheiße teuer, sondern er ist ja auch schön, er wiegt auch ein bisschen was, dadurch hat er auch so ein bestimmtes Maß an die Amis sagen Hefte zu, also ich weiß nicht, wie man das nennt auf Deutsch, also auf jeden Fall, man hat was in der Hand, das lässt sich gut auch verwenden. Dazu halt eben diese riesige Feder, diese riesige, ich zeige euch die mal ganz kurz, im Vergleich mit der M200 Feder, ja. Also das ist schon Big Mamas in the House oder so, ne. Ich mache mal die Kappen hier weg, weil ich glaube, das wird dann mit dem Fokus nichts, ja. So, der Vergleich. Also man merkt schon, es ist eine riesengroße Feder, ja. Mit dementsprechend großem Tintenleiter. Und ich muss sagen, ich stehe drauf total. Ne? Es ist, wenn das Ding da so richtig dick da vorne dran hängt, ja, sich die Tinte drin quasi sammelt und so, ich stehe drauf. Ich stehe einfach drauf, ja. Ein schönes, dickes Ding. Ja. Die Feder ist aus Gold. Ne? Das ist eine Pelikan M1000 Medium Feder aus 18 Karat Gold. Ja. Und bei diesen Pelikan-Federn ist es ja immer so, ne, also der 200er, 400, 600, 800, diese ganzen Serien, also die alle noch so eine normal große Feder haben, ja, zum Beispiel, ja, wie wir jetzt zum Beispiel bei einem, nur mal so im Vergleich, hier eine Nummer 6 große Feder von Diplomat, ja, die ja eigentlich auch schon relativ groß ist, ja, aber so im Verhältnis zu anderen Federn sind doch relativ groß, ne? Und nur bei dem M1000 ist es so, dass die Strichvarianz, also quasi mit dem, was hier vorne auf der Feder draufsteht, hier steht jetzt M drauf, eigentlich, wenn man den Füller jetzt benutzt, dann merkt man es ganz schnell, es ist alles nur kein M, ja? Also es ist auch kein F oder kein EF, es ist eher ein B, eine Broadfeder, ja? Und das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Ja, so, da haben wir dann den Füller. Ich werde jetzt hier oben belassen, die Kamera, damit ich euch das gescheit präsentieren kann. Ja, weil dann kann ich gleich so machen. Ja, also das ist dann der, ja, was man jetzt gleich sieht, was typisch ist für den M1000 eigentlich, dass er am Anfang so ein bisschen Anschreibschwierigkeiten hat. Es ist nicht weiter schlimm, ja, also ist bei dem Modell eigentlich normal, ja. Ja, also Pelikan Souverän M1000 ist eine Medium-Feder. Die Tinte ist Mont Blanc Irish Green. Ja, auch eine schöne Tinte. Und der Füller, also wer einen M1000 hat, oder sich die Videos darüber anguckt, der erfährt immer wieder oder hört immer wieder das Wort softe Feder. Also die Feder, die Feder federt richtig, kann man schon sagen. Also sie ist sehr weich, was aber nicht heißt, dass es eine Flexfeder ist. Also eine Feder, mit der man jetzt so kalligrafisch unterwegs sein soll und da jetzt großartig Linienvarianz erzeugen sollte, weil die Feder ist ein bisschen empfindlich. Ne? Es ist weiches Material, wenn man es ein bisschen flexig hat, also wenn man eine Feder richtig mit Flex verwenden möchte, braucht man eher eine Feder, die noch ein bisschen härter ist, ja. Zwar auch noch flexibler, aber trotzdem noch ein bisschen härter. Natürlich kann ich es jetzt hier so in einem gewissen Rahmen zeigen.
so was hier so an Linienvarianz hier so rauskommt. Ich presse, also ich drücke die Feder jetzt nicht zu sehr, ja, also da ging jetzt noch mehr an Linienvarianz. Ich will es jetzt aber nicht zeigen, weil ich die Feder nicht kaputt machen möchte, nicht kaputt machen möchte. Aber was man ja auch immer wieder sieht und hört, ist, dass die Feder ganz schön saftig ist, ja, und es ist auch hier absolut der Fall, ja, wie man jetzt hier so sieht, da kommt ordentliches Maß an Tinte heraus und es ist schon ziemlich geil, ja. Was ich dazu sagen kann ist, wenn man so eine Feder hat, lernt man gezwungenermaßen mit einem anständigen Druck zu schreiben. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel immer nur Stahlfedern benutzt hat, ja, dann ist man das eher so gewohnt, dass man ordentlich zudrücken konnte, ja. Also jetzt zum Beispiel hier der Twisby Vac 700, ja, da konntest du schreiben hier, da konntest du auch ein bisschen zudrücken. Das war jetzt nicht so schlimm, weil die Feder, die ist kaum flexibel, da passiert nicht so viel, ja. Aber jetzt bei jetzt dieser Feder zum Beispiel, sie gibt einem auch ein bisschen Feedback, ne? Also wenn man am Schreiben ist und man hat eine gewisse Linienvarianz drinne, man spürt dann ähnlich wie bei einer, da gibt es doch diese elektrischen Zahnbürsten, ne Leute? Es gibt doch diese elektrischen Zahnbürsten, die, wenn man sie in den Mund steckt und damit sich die Zähne putzt und man drückt zu fest, dann macht das Ding die, ne? Und dann weiß man genau, okay, ich habe jetzt zu fest gedrückt, ich muss jetzt bisschen weicher dran gehen, gell? Und dann weiß man auch Bescheid, gut, der Füller, der macht jetzt diese Geräusche nicht, ja, aber man merkt schon, wenn man schreibt, dass es ist dieses bouncige Gefühl, dieses, also es wippt so ein bisschen hin und her, also es wippt halt, ne, und spürt man auch beim Schreiben an sich, ja, deswegen bin ich der Meinung, wenn man immer mit zu viel Druck geschrieben hat, mit dem Füller hier, Leute, gewöhnt man sich das ein bisschen ab. Ne? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel schreibe, mache jetzt mal hier das Schreibbeispiel, ja, und zwar jetzt mal ganz ohne Druck, ja, also ich habe jetzt hier oben geschrieben, so wie ich normal schreibe, und ich schreibe jetzt mal den Beispielsatz schreibe ich jetzt mal ganz ohne Druck, ja, ja, also da merkt man, also man sieht es dann schon so im Vergleich, dass jetzt die Schriftprobe hier ganz ohne Druck anders da aussieht wie da oben die Bezeichnung des Füllers. Und ich schreibe jetzt hier noch in Klammern dazu. Ganz ohne Druck. Ja, und Medium-Feder. Und jetzt mal so im Vergleich mit dem Pelikan M200, da habe ich ja die Feder umgetauscht von M auf B. Und dann zeige ich euch dann auch mal gerne, wie das aussieht, so im Vergleich mit dieser M1000, also M-Feder. Ja, so. Und man kann es erkennen. Ja, also die Strichbreite von dem M200 unterscheidet sich von der M-Feder kaum. Ja, also hier ist, das ist eine Broad. Das ist eine Broad-Feder, ja. Und hier oben habe ich
Medium. Und da kann man das schon erkennen. Ne? Also das ist Broad, das ist Medium. Und im Vergleich zu beiden, also die beiden Federn geben sich von der Strichvarianz nicht viel. Es ist fast identisch. Und es ist schon beachtlich, muss ich sagen. Ne? Ja, okay. Dann zeige ich euch mal ganz kurz die Tinten oder die Tinte. Mont Blanc, Irish Green, vergleichbar mit Diamine Woodland Green, ja, oder Monteverdi Emotions Hope. Pairoshizuku, Fukurukuju oder meinetwegen auch noch Rora und Klinger Verdura. Ja, ich habe erst überlegt, ob ich vielleicht meine Lieblingstinte Compecchi beladen sollte. Habe ich mal dagegen entschieden, weil ich sie in einem anderen Füller habe, ja, also hier im Twisby Diamond 580. Ja, und wenn wir schon wieder bei Füllern sind, machen wir noch ein kleines Größenvergleichsvideo oder einen kleinen Größenvergleich. Also Pelikan M1000, dann haben wir noch den zweitgrößten, den ich jetzt hier griffbereit habe, der Twisby VAC 700, dann der Twisby Diamond 580 in der ALR, also Aluminium-Nickel-Dings-Version. Dann kommt hier noch dazu ein Diplomat Excellence Diplomat Excellence A+, so, weil es ist der mit dem Schraubverschluss. Dann haben wir hier noch den Lamy 2000. Ja, dann meinetwegen noch hier den Faber-Castell Essentio. Pelikan M200 und zu guter Letzt noch den Caveco AC Sport. Also man kann schon erkennen, wie big der Big Fish da oben ist, beziehungsweise der große Vogel, the Big Bird quasi, der große Pelikan, ist schon ein großer Unterschied. Ne? Und bei so einem so hochwertigen Füller ist mir das auch lieber, wenn ich den irgendwie aufbewahren kann in so einer Stiftebox, in so einem schönen Etui. Es ist ein Füller, den habe ich eigentlich auch jeden Tag dabei. Ich benutze ihn auch jeden Tag, weil das Schreibgefühl, Leute, ist einfach geil. Ne? Auch wenn der Füller so groß ist, ja, wenn man ihn jetzt mit aufgesteckter Kappe benutzen möchte, es geht zwar, ja, weil so von der Balance her, vom Gleichgewicht her ist es okay. Die Kappe ist jetzt nicht so schwer, dass es jetzt irgendwie aus dem Gleichgewicht bringt oder so. Ästhetisch, aus einem ästhetischen Blickwinkel gesehen, bräuchte man jetzt die Kappe jetzt nicht unbedingt. Ich benutze den Füller auch immer ohne Kappe, ja. Und ja, der Füller liegt gut, auch wirklich sehr gut in der Hand, weil hier drinnen nämlich ein Kolbenmechanismus ist aus Metall. Ja, also bei den meisten Füllern ist er aus Plastik oder aus Kunststoff und deswegen merkt man die auch kaum. Und bei dem ist es halt eben anders, da schwerer Kolbenmechanismus mit dem dicken fetten Tintenleiter und es macht schon was her. Ja, also ich muss sagen, es ist ein geiler Füller, ein schöner Füller, auch wenn er nicht billig ist. Aber ich muss sagen, der Füller, der hat so meine Prioritätenliste, meine Lieblingsfüllerliste komplett durcheinander geschmissen, ja. Vorher war es ja, wie ihr noch vielleicht nur wisst, der da hier, der Twisby VAC 700 auch, weil er eine schöne große Feder hat und im Vergleich dazu einen schönen Tintenleiter, der dazu passt und so. Der M1000 hat das jetzt bis durcheinander geschmissen und ich muss sagen, das ist momentan mein absoluter Lieblingsfüller. Wenn ich jetzt so radikal denken müsste, was jetzt so meine zwei Lieblingsfüller wären, dann wären das wohl hier die, auf die ich nicht verzichten könnte. Vielleicht noch der da hier und das war's dann schon. Also im Prinzip mehr wie drei Füller bräuchte ich im Prinzip jetzt nicht, weil ist alles Käse. Ne? Also wenn man irgendwann merkt, so, ich bin jetzt auf einem High-Level angekommen, eigentlich besser geht's eigentlich gar nicht mehr und ist schon geil. Ne? Ist, wie gesagt, ist nicht ganz billig, aber lohnt sich, ja. Kann man den empfehlen? Also wer sich so ein bisschen Luxus gönnen möchte, aber jetzt nicht um zu protzen oder so, sondern einfach ein schönes Schreibgefühl zu haben, etwas Solides zu haben, was man jeden Tag auch mitnehmen kann, wenn man in der Lage ist, da auch aufzupassen, ja. Einfach ein Schreibgefühl zu haben,
was einfach Spaß macht. Es kommt was zurück. Ja, also was man mit dem Füller aufschreibt, man hat das Gefühl, die Feder, sie ist schön sanft. Sie schön sanft und es hat auch ein bisschen Feedback. Man hat das Gefühl, die Feder kommuniziert so ein bisschen mit einem. Es klingt ein bisschen schepp. Ich weiß, Leute, aber irgendwie ist es auch so, ne? Muss man einfach mal ausprobieren, ja? Okay, Freunde, also, das war's dann eigentlich schon mit dem Review zum Pelikan Souverän M1000. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ein Like. Habt ihr Fragen, dann fragt sehr gerne. Ansonsten gerne auch abonnieren, freue ich mich immer. Ja, jetzt ab Dezember läuft ja hier eine große Tintenaktion, wo ich dann die ganzen, also jeden Tag die ganzen Diamine Inkwent Kalender Tinten zeige. Ja, und es wird eine spaßige Sache, eine schöne Sache, lustige Sache. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute, Leute, ne? Und bis zum nächsten Review. Bis bald und ciao.